hinten ist vorwärts. Okay, also HPV-Impfung durch Glück. Auch der Dr. Kirnbauer war da dabei. Gibt es eine Impfung bei HPV, die wirkt? Wir wissen schon länger, dass Antikörper einen Nutzen haben, nicht? Bei HPV, bei Tieren und auch bei Menschen. Nur ist hier natürlich ihr Antikörper so schwach, wie das nicht ist. Ist das sozusagen das Glück, dass bestimmte Proteine von HPV sozusagen ein Gebilde machen, ein virusähnliches Partikel machen, das gleich groß ist und viel immunogener ist als die natürliche, das natürliche Virus und so eine exzessive Immunantwort macht. Das ist also sehr ungewöhnlich. Weil natürlicherweise die Antwort, die Immunantwort eine zelluläre ist, keine humorale. Das heißt, die Antikörperantwort ist ja ganz schwach. Aber die Impfung ist sozusagen über die Antikörper. Und das ist sozusagen dieses Glück, dieses Protein so Struktur macht, natürlich die Möglichkeit gewesen, sozusagen einen Impfstoff zu machen. Es sind im Augenblick zwei Impfstoffe verfügbar. Nicht? Der eine ist sozusagen der Vierfach-Impfstoff, der andere der Zweifach-Impfstoff. Und wenn man so will, wäre der Impfstoff eine Spur immunogener aufgrund des Adjuvans, das da dabei ist. Es sind nicht ganz identisch sozusagen Protokolle, wie empfohlen worden sind, aber die werden übrigens in Zukunft umgangen werden, werden am Schluss sagen, und sie sind auch so seit 6-7 Jahren am Markt bei oder so. Ich will eigentlich wirklich durchgehen, wer will, kann einhaken, weil die Wirkung ist eigentlich extrem belegt. Die Impfung ist extrem wirksam, bezogen auf die Viren, die man impft. Man impft nur gegen HPV 16 und 18 und beim einen auch gegen 6 und 11. Und das, wir decken ja beim Zervixkarzinom ja nur 70% ab und nicht 100% ab. Aber das ist das Problem bei der Impfung. Aber an sich, die Wirkung ist extrem. Also wirklich, die Wirkung liegt, wenn man nicht infiziert ist, an die 100%. Wenn man schon infiziert ist, ist es problematischer. Da will ich gar nicht darauf eingehen, nicht, ob das schon wieder weg ist oder im Abheilen ist, zum Körper sind, das ist relativ kompliziert. Aber ich komme auf das zu sprechen, weil ich eigentlich gar nicht über die Impfung reden, sozusagen über die Wirkung reden will, sondern über die Folgen der Impfung, die man jetzt weltweit sieht. Es gibt oft Fragestellungen, ja, was tue ich bei Frauen, die einen PAP 3D haben oder gar einen PAP 4 haben, was ist das? Da muss man sagen, dass sie einfach, dass man, wenn sie irgendwie eine Impfung angefangen haben oder der Befund käme dann auch her, dass sie die Impfung einfach durchziehen. Aber, da muss man schon sagen, die Impfung hat natürlich keinen Effekt auf eine existierende Erkrankung oder Infektion. Ich komme auf das noch zu reden, weil im Prinzip man nicht wirklich eine Altersgrenze setzen kann, aber halt natürlich aus gesundheitsökonomischen Gründen muss natürlich schon die Dringlichkeit der Impfung machen oder so. Nicht? Und die Dringlichkeit ist bei Jungen vor der Aufnahme sexueller Aktivität. Und danach wird die Wirkung immer schwächere. Und dann ist die Frage, habe ich viel Geld, habe ich eine große Angst oder so irgendwas, ob ich das überhaupt tue oder nicht tue. Das komme ich noch zu reden. Dann Frauen, die stillen, die können geimpft werden oder auch immungeschwächt sind. In der Schwangerschaft wird sie prinzipiell nicht empfohlen, obwohl es wurscht ist. Aber das Problem ist immer dann die Spontanabortrate und so weiter. Nicht? Und im Vergleich, nicht? Das heißt, man muss also keinen Schwangerschaftstest vorher noch mal irgendwas machen. Das ist kein Problem. Aber man sollte nicht in der Schwangerschaft im Prinzip beginnen. So, und jetzt kommen wir zu einer Studie, weil das so ein bisschen missverständlich ist, ob sie therapeutisch wirkt oder nicht wirkt die HPV-Impfung. Sie wirkt nicht therapeutisch, aber indirekte Folgen der Therapie. Das ist Folgendes. Man hat jetzt aus mehreren Impfstudien zusammen, von über 17.000, die also Placebo oder Impfung bekommen haben, geschaut, in welchen Gruppen die eine Erkrankung gehabt haben, wo man konisiert hat oder irgendeine Maßnahme gemacht hat. Okay? Das heißt, also die erste Maßnahme aufgrund einer Erkrankung in der Gruppe hat man dann verfolgt, also das, hier sind übrigens ganz wenige Krankheiten aufgetreten, nicht, weil sie erwähnt worden sind, und hat die dann verglichen, diese Erkrankungen in diesen beiden, sozusagen, wie die sozusagen später waren, also die Folge
von diesen Erkrankungen. Diese Erkrankung hier ist natürlich sehr selten gewesen, weil sie geimpft waren. Das heißt, man hat also das ursprüngliche Outcome in der Studie angeschaut, wie das nach dem Outcome weitergeht. Und das war also der Unterschied jetzt. Das Rote wäre das Placebo und das Grüne sozusagen sind die Impfung war. Die sind übrigens leicht beschönigte Kaplan-Meier-Kurve, weil sie bei 30 aufhören, nicht bis 100 gehen. Die Unterschiede sind nicht wirklich groß, aber es gibt einen kleinen Unterschied. Das heißt, das Rezidiv nach dieser Erkrankung ist tatsächlich bei den Impfen kleiner. Das heißt, man kann spekulieren, dass die Impfung auch bei einer älteren Frau sozusagen die Reinfektionsrate günstig beeinflusst. Ich würde aber ganz vorsichtig formulieren, das heißt, also man kann es zwar vertreten, aber ich würde es nicht empfehlen. Das ist ein Unterschied, denke ich. Also das muss man vom Verständnis her. Und das sieht man jetzt bei irgendeiner HPV-Erkrankung, bei Vulvären oder vaginalen Erkrankungen oder auch bei zervikalen Erkrankungen. Auch da vorsichtig, Kaplan-Meier-Kurve geht nur bis 60, wenn das bis 100 machen würde, wäre der Unterschied sehr klein an und für sich. Also das ist so wenn man so sagt, dass man Ältere auch impfen kann oder nach einer Erkrankung auch impfen kann. Das heißt, es gibt einen Unterschied und es gibt auch manchmal so auch missverständliche Äußerungen, ja, man kann immer an alle impfen. Ist schon okay, aber gesundheitsökonomisch ist es nicht ganz okay, wenn man das so vertreten würde. Kontraindikationen im Prinzip, wenn man halt auf Inhaltsstoffe nicht. Das wäre jetzt konkret Hefepilze beim Gardasil oder Latex beim Cervarix. Und wenn man natürlich akut krank ist, aber nicht, wenn man wieder einen Schnupfen hat oder so, oder ein leichter Infekt hat, dann kann man locker drauf losimpfen oder so. Die Impfung enthält übrigens keinen konservierenden Stoff und kein Antibiotikum. Das ist ein bisschen ein Problem übrigens, auch jetzt noch bei der Impfung, weil man nicht die Dosierungen, sozusagen das Flaschel irgendwie offen lassen kann. Okay, Nebenwirkungen, die überspringen, es gibt unheimliche Sammlungen dazu. Viele Millionen geimpft, auch da also angeschaut, ist wirklich nicht wirklich ein Thema. Lokale Reaktion ja, Fieber ja, auch Synkopen, der Rest ist vergleichbar mit der anderen Bevölkerung. Das ist nicht okay, also das ist nicht stimmig oder so. So, in Australien haben sie sehr früh angefangen zu impfen, und zwar 2007 haben sie die Mädchen geimpft, eine Schulimpfung im Jahr angefangen und hat es allen den bis 12 bis 18 angeboten, sogenannte Catch-up. Wenn ich anfange, nicht verstehe ich das denen, die jetzt nicht geimpft sind von den Eltern. Das kommen wir noch bei Österreich gleich zu reden. Auch die haben es dann kostenlos bekommen. Und in Australien, hat man einfach mal geschaut, HPV-Nachweis, dann hat man schon gesehen, dass diese Typen auf einmal seltener vorkommen, nicht in den Geimpften, in der Gesamtbevölkerung. Wir haben Bevölkerungsintervalle einfach verglichen. Sozusagen 2005 und 2009 willkürlich Bevölkerung angeschaut. Und da hat man schon einen ziemlichen Effekt gesehen, die Prävalenz. Nicht? Das waren sozusagen die ersten Daten, die so gekommen sind. Aber inzwischen sind heuer ganz andere Daten gekommen, nämlich, dass die Feigwarzen verschwinden bei jungen Menschen. Und das ist schon sehr eindrucksvoll, wenn bei Frauen, also es geht um die Kondylomata, bei Frauen unter 21 ein dramatischer Abfall. Es gibt bei jungen Frauen praktisch keine Kondylomata-Akkommodate mehr in Australien. Und was man auch sieht, ist, dass es bei den Älteren nicht der Fall ist, aber man sieht es auch, dass bei den Männern es auch abnimmt, aber schwächer. Das heißt, die Männer waren indirekt geschützt. Herdenimmunität. Also auch in Australien war die Impfkampagne nur für die Weiblichen? Nur für die Weiblichen, ja, nur für die Weiblichen. Und bei den heterosexuellen Männern, eben das war so das vorher gezeigte Bilder, und da sieht man schon, dass zum Beispiel bei den 30-Jährigen natürlich sich auch nichts tut oder so weiter. Also die Männer waren auch geschützt, nicht so extrem wie die Frauen, aber sie waren auch geschützt, Herdenimmunität. Bei homo- und bisexuellen Männern hat man nichts gesehen. Das war Anlass, zu sagen, jetzt auch die Buben ins Programm zu nehmen. Weil die Neunjährigen wissen ja nicht, hallo, ich bin schwul. Also das ist ja nicht der Fall. Nicht? So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist natürlich alles Zufall, aber das ist ein großer, also es gibt wirklich keine Kondylomata-Akkommodate mehr bei jungen Leuten dort. Nicht?
Das ist jetzt alles Zufall, weil Australien einfach auf einem anderen Programm ist, da gibt es keine Sexualität mehr, nicht seit 10 Jahren. Das ist nicht der Fall, weil das sind die Chlamydien. Das hat, mit der Chlamydien hat sich nichts geändert. Da gab es sogar einen Anstieg, nicht? Also, teilweise. Also das ist also nicht so, dass es sozusagen die Folge eines Confounding aufgrund eines geänderten Verhaltens ist. Okay, also das ist, denke ich, also ganz eindrucksvoll. Und dann, auch da geht der Witz in Amerika, der Krebs ist ja wurscht, aber diese grauslichen Warzen, die sollten schon los sein. Niki? Wie lernen die Dermatologen dann über Feigwarzen in Australien? YouTube-Kurs, YouTube-Schnellkurs. Okay, optimales Impfalter 9 bis 12. Effektivität in dem Alter ab, aber keine obere Altersgrenze. Aber ich denke, ich habe versucht zu vermitteln, dass es nicht unproblematisch, also das ist mir noch nicht für die Eltern nicht wirklich groß Werbung. Wirksamkeit ist sehr, 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 sehr lange oder so, hohe Sicherheit. Und die Impfinfektion und Erkrankung ist vertretbar. Also die Jura sagt, ist empfehlenswert, ich sage, es ist vertretbar. Aber also hängt dann auch mit dem Alter zusammen und so weiter, weil auch die Antikörperanteil im Alter abnimmt oder so. Nicht? Und, ich muss sagen, wenn ein Eltern wirklich extrem ängstlich ist, das will, muss man sagen, würde ich hier Cervidex empfehlen. Weil es immunogener ist und auf die Onkologie bezogen ist. Nicht? Dann die Frage mit den Dosen. Nun, da habe ich mit Rufezeichen dazu geschrieben, das war das bisherige Wissen von 016, 026, wie viel Impfdosen man braucht. Und jetzt gibt es noch die Daten, dass man möglicherweise, wenn man nur 0 und 6 impft, das ist aber hier nicht der Fall, weil zwei Dosen sind 0 und 1 und 0 und 2. Dass 0 und 6 genauso gut ist wie 3. Und das sage ich deshalb, weil das die Empfehlung ist in Österreich. Also in Österreich ist die HPV-Impfung, die Gratis-Impfung ab 2014 erst einmal geschlechtsneutral, also beide betroffen. Und man will im Prinzip in der vierten Volksschule impfen. Man fängt jetzt im Februar an und tut im ersten Jahr noch einen Jahrgang wieder zunehmen, so in der so halber. Aber im Prinzip will man es nachher im Herbst machen, damit man sich in dem Jahr in der vierten Volksschule alle erwischt. Und wenn sie spät dran sind, dass sie trotzdem in dem Schuljahr noch sozusagen 0 und 6 geimpft werden kann. Also das ist also eine Impfung, die nur zweimal im Jahr gemacht wird. Also zweimal gemacht wird, 0 und Monat 6. Die Kosten sind übrigens dramatisch gefallen. Also das sind also und auch Gardasil natürlich, der Vierfachimpfstoff, weil es ja sozusagen auch um die Feigwarzen geht. Und der echte Ketchup, dass man sozusagen generell bis zum 6. Lebensjahr impft, da gibt es Möglichkeiten jetzt, das ist, denke ich, vielleicht für die Niederlassen wichtig, für die Kassen der Gebietskörperschaften und Länder, aber nicht für andere, auch nicht für Ärzte. Das heißt, die haben einen Rahmenvertrag, das Ministerium mit der Pharmafirma, mit der MSD, so, dass die den Preis beziehen können wie das Ministerium. Der Preis ist geheim noch, aber 27 Euro pro Impfung. Ich habe übrigens bei den ersten Tagen gerade gesagt, es muss unter 100 Euro kosten, alle Impfungen. Ist auch so, also 27 Euro. Übrigens in Schweden zahlen es 15 Euro. Weil sie halt massenhaft impfen. Da sieht man ja auch, wie einfach das ist Verhandlungssache oder so, nicht? Wie man das halt macht oder so. Nicht? Das heißt, also, die können also hergehen und in Bundesländern sagen, okay, ich impfe ein bisschen mehr und man muss das dann machen. Ist nicht ganz trivial, weil eben den Konservierungsstoff kann nicht einfach Flaschen aufmachen oder so. Nicht? Das ist nicht ganz so einfach. Übrigens, dieser nonavalente Impfstoff, der also noch einmal weitere 20% mit erfasst von Cervixkarzinomen, ist auch bald da und der Preis wird noch ein gleicher sein. Der Preis wird noch der gleiche sein. Wie viel Prozent war das? Ja, die Zahl geht von 15-30% und die Frage ist ja, ist überall die gleiche HPV nicht da? Nicht? Das ist ja nachher, da kommen ja noch 5 Heuristien dazu, nicht? 31, 45, 52, also die anderen fallen jetzt nicht ein, also die kommen noch dazu. Und die Schätzung geht zwischen 15-30%, denke ich, je nach Epidemiologie. Nicht? Und diese waren unter 10%, oder? Nein, das ist ja 16 und 18 deckt 70% der Zervixkarzinome ab. Und jetzt kommen so 20% dazu. Okay. Wie habe ich das zu verstehen? Sollen wir die jetzt geimpften dann später nachimpfen? Das ist ganz unklar, weil einfach solange man die Impfung jetzt macht, wirkt es.
Es kann sein, dass sie ewig, es gibt natürlich auch so eine Geschichte mit den unterschiedlichen Leuten, die sagen, okay, die wenn ihr 0,6 habt, dass ihr dann vielleicht, es ist ja nur 2 Impfdosen, dass man die nachimpfen muss oder so. Ne? Das kann sein. Ja. Die Ausweitung, aber die sind dann schon zu 1,30. Also das, naja, also ich verstehe, okay, kann jetzt nicht beantworten. Ja. Ist aber, muss man aber vorsichtig sein, gell? Weil das ist wie bei den Älteren, ich habe natürlich dann sozusagen eine kleinere Geschichte, da habe ich, bin ich gesundheitsökonomisch auch immer ein komisches Verhältnis. Nicht? Übrigens, die Impfung per se wird jetzt für die Schwellenländer, Brasilien und für die anderen Großen oder so, diskutiert um 2 Dollar pro Impfung. Damit würde die Pharmafirma immer noch gut leben. Wie viel Prozent der Kondylomerkrankungen deckst du mit 6 und 11 auf? An die 100%. Eben nicht. Das ist, da muss ich sagen, eben nicht. Nein. Das ist eben so. Das, in diesem Rahmenvertrag vom Ministerium mit der Pharmafirma ist das abgedeckt für Gebietskörperschaften und für die Länder. Das heißt, du kannst es nicht aufschreiben zu dem Preis. Nein, das also ich habe jetzt mit dem einzigen Mann geredet, der sich auskennt, der Abteilungsleiter von dem, das ist nicht klar. Aber vorsichtig. Aber die Rechte haben nur die Gebietskörperschaften der Länder, also nicht die niedergelassenen Ärzte. Was ist eine Gebietskörperschaft? Na, Kasse, Krankenkasse, ja. Wenn die einkauft, dann musst du aber du einen Deal mit der Kasse machen oder so. Ne? Das ist ja, also die Kasse könnte so einkaufen. Und das ist der, der sein Penis nicht findet, oder? Bitte? Wie war das? Das ist der sein, von der sein Penis wird. Aber das ist trotzdem ein Fortschritt, weil das gibt es im Augenblick noch nicht bei den Impfungen so ungefähr. Nicht? Also das muss man auch sehen, was es sonst bei den Impfungen gibt. Es gibt also die Möglichkeiten nicht oder so. Nicht? Und wir haben das bei der etwas unnötigen, oder Gott sei Dank, nicht so wichtigen Schweinegrippe gesehen. Das war schlecht organisiert in Österreich, nur so am Rande. Ganz schlecht. Ich habe es angeschaut, im Kanton St. Gallen, das war eine andere Welt gewesen, wie optimal es funktioniert hat, auch dieses Gemeinsame zwischen Niedergelassenen und dem öffentlichen System. Also wirklich perfekt, muss ich sagen. Nicht? Das hat bei uns nicht gut funktioniert. Aber Gott sei Dank, und es war auch letztlich die Tunimpfung von miserabel schlecht, Gott sei Dank ist die Impfung, die Krankheit nicht schlimm gewesen. Da hat man dann so daraus gelernt, okay, wir müssen anders argumentieren, wir müssen sagen, andere Systeme halt. So. Also, Entschuldigung. Schnell geschwenkt und gegangen jetzt? Naja, so schnell ist es nicht gewesen, Heinz. Hinter den Kulissen, auch ich habe hab in den ersten Tagen gerade extra auf HIV verzichtet, um einen HPV-Vertrag zu machen. Aber vor Jahren schon, und die Gynäkologie-Professor, der Professor Maat war der Präsident jetzt, es gab also enorm viel Aktivität. Oder so. Also so, manche sagen, ja, die ÖVP-Frauen haben es geschafft. Also man hat jetzt extrem viel versucht, Lobbying zu machen oder so irgendwie, nicht? Und das Problem in Österreich, na bitte, ich muss das auch anders sehen. Österreich war ja das einzige Land weit und breit. Nicht? Das war ja, muss ich sagen, ein Skandal, wie das war. Also insofern ist das halt jetzt behoben worden. Nicht? Und hat Gott sei Dank gleich eine richtige Antwort gemacht, indem wir beide impfen, so, nicht? Also beide Geschlechter. Nicht? Also der Deutsche hinter den Kulissen viel gearbeitet worden. Es gibt übrigens auch da Verantwortliche für das. Und das ist eigentlich wirklich ungut, ne? Das ist dieses Health Technology Assessment Institut. Die haben wirklich sehr viel Verantwortung und die liebe Gstolzki auch. Ne? So. Ja, wobei es besonders eindrucksvoll